Ja, das Urlaubsintro. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wenn ihr das Intro gerade aufmerksam gesehen habt oder verfolgt habt, dann wisst ihr, ich bin im Urlaub und ich habe es auch auf mehreren Kanälen angekündigt. Es gibt in dieser Woche abgespecktes Programm. Diese Folgen sind voraufgezeichnet. Natürlich so, dass zwar Folgen weiterkommen, allerdings in abgespeckter Form will ich jetzt nicht sagen. Wir machen ganz normale Folgenlänge, denke ich mal. Aber es kommen nicht so viele Folgen. Und ab Kalenderwoche 33, also wenn ihr dieses Video heute am Erscheinungstag schaut, dann ab nächster Woche alles wieder normal. Bis dahin aber halt eingeschränkt. So, jetzt habe ich doch fast glatt die falsche Taste gedrückt und die Aufnahme kurz pausiert. So, weiter geht's. Unsere Kolonie läuft ja bisher ganz gut und wir wollen natürlich auch, dass es so bleibt. Wir haben momentan so ein paar Energieversorgungsschwierigkeiten, wir haben im Moment gar keine Energieprobleme mehr. Die sind inzwischen aus der Welt geschafft. Was wir wohl noch machen könnten, wo ich drüber nachgedacht habe, ist die Solarpanels nochmal ein bisschen aufzubohren. Wir haben ein bisschen mit 6 vielleicht ein bisschen wenig. Wir können hier nochmal eine Reihe hinstellen. Das auf jeden Fall. Und natürlich auch die entsprechenden Kabels dran, ganz klar. Gut, okay. Ein bisschen mehr Energie für uns. Wir haben ja aber auch hier noch ein weiteres Geothermiekraftwerk inzwischen. Von daher läuft das alles. So, hier werden immer wieder Karawanen angefragt. Mache ich im Moment noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt mache in diesem Durchgang. Habe ja in einer der letzten Folgen schon mal nach eurer Meinung gefragt. Das kann ich natürlich bis jetzt noch nicht gelesen haben, weil diese Folgen vorproduziert sind. Aber ich werde dann auch noch passend reagieren. Neue Features und so angucken, klar. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn auch nicht garantiert, dass wir mal reinschauen. So, das ist ja hier der Tiefenbohrer, der steht auf Stahl. Stahl brauchen wir auch dringend, von daher würde ich da nochmal glatt einen zweiten bauen. Den stelle ich jetzt hier hin, für diese paar Fältchen hier zwar nur, aber dann kann man danach die dicken Brocken wieder angehen. Und ja, Stahl, wie gesagt, momentan dringend benötigt. Plastahl haben wir knapp 2000, wird hier abgebaut, ein Feld ist noch da. Dann ist das auch leer, da müssen wir schon wieder versetzen. Und da müssen wir langsam auch mal neuen Plastahl finden. Und ja, ich habe die Empfehlung zur Mod auf jeden Fall gelesen, dass es da etwas gibt, mit dem man schon vorher weiß, was drunter ist. Aber ganz ehrlich, das wird's. Ich benutze sowieso schon einige Mods, die mir das Leben stark vereinfachen. Und prinzipiell spricht ja auch nichts gegen Vereinfachung und so ein bisschen Komfort und Bequemlichkeitsfunktion, aber ich will es dann auch nicht übertreiben. Also einige denken eh schon, dass ich zu einfach mache. Von daher würde ich diese Mod jetzt nicht mehr aufnehmen. So, hier, Verzeihung, das Ambrosia-Zeug hier ist jetzt auch weg. Das heißt, wir können mal hier den Plan entfernen. Das brauchen wir nicht mehr. So, gucken wir nochmal kurz bei dem anderen Vorkommen. Hier unten, da sind noch Bäumchen. Dann lassen wir das mal stehen. Okay, also scheinbar kann man die zweimal abernten, diese Ambrosia-Haine. Das ist zumindest meine Beobachtung, könnte mich aber auch irren. Und dann sind die erstmal weg. Gut. Wir tauschen noch ein paar Wände aus, denn das ist ja momentan noch Tages- oder Programmpunkt hier. Ich würde jetzt hier beim Gewächshaus die Wand innen abreißen. So, abreißen. Ach, machen wir die Türen gleich mit, oder? Jawohl. Ja, die machen wir gleich mit. Gut, so. Und dann machen wir diese Wand schon mal. So, Nummer 1. Ah, ganz viele Fehlschläge bei der Konstruktion. So, und hier kommen jetzt überall Automatiktüren rein.
die Stahl brauchen, den wir momentan nicht haben. Stahl ist momentan ein Problem. Ohne Stahl wird natürlich auch hier das Ding nicht weitergebaut. Oh, da können wir niemandem sagen, dass er da dran arbeiten soll. Das können wir nicht erzwingen. Tja, da müssen wir einfach warten, dass die Leute die Zeit dafür haben. Ich glaube, bei den Klamotten sind wir inzwischen... Nee, da sind wir nämlich auch nicht. Klamottenaufgaben stehen auch noch jede Menge offen. Wir haben aber gerade keinen Teufelsgarnpilz mehr. Das ist der Grund, warum da nichts gemacht wird. Der nächste Teufelsgarn kommt, ja, möglicherweise noch in dieser Folge. Nicht überall. Ja, wir hatten eine Fäulnis zwischendurch, aber die meisten sind schon bei 97%. Das heißt, da gibt es dann bald entsprechend Nachschub. Dann machen wir diese Wand noch hier. Dann überspringen wir die Türen jetzt erstmal. Die können wir immer noch machen. Und jetzt ist eh Schlafenszeit. Die Leute gehen schon wieder pennen. Ja, also, wir haben, wie gesagt, eigentlich alles erreicht. Wir müssen jetzt noch das Raumschiff bauen. Wir sind dabei, Ressourcen für die Raumschiffe zu besorgen. Wir müssen noch den Unterhaltungsbereich fertigstellen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall das Karawanen-Feature nochmal neu ansehen. Dann werden wir hier so einen Auftrag annehmen. Möglicherweise auf der Weltkarte mal schauen, ob es eine Kolonie gibt, die beseitigt werden soll. Denn da gibt es ja Auftraggeber, die gerne möchten, dass man irgendwo was leerräumt, wegräumt. Hier wäre noch ein bisschen... Das kann man noch einschmelzen zu Stahl. Das sammeln wir mal ein. Dass wir so einen Auftrag mal annehmen oder versuchen. Das sind so Möglichkeiten, die wir haben, die uns hoffentlich dann auch gelingen werden. So, eine Vorratskapsel. Hoffentlich ist da was Faultierwolle. Ja, wir lassen die natürlich nicht liegen. Wir holen die rein. Momentan werden nicht viele Aufträge erledigt, also das ganze Jagen und so fällt momentan nicht, fällt momentan aus, weil die Leute irgendwie andere Sachen zu tun haben immer. Vielleicht sollte ich nicht so viele Wände austauschen, damit draußen auch mal wieder gearbeitet wird. Na, das wird schon. Das wird schon. Es ruckelt ein bisschen, ich weiß gar nicht warum das Spiel jetzt so ruckelt. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Wir haben allerdings schon einmal in Alpha 15 Probleme mit den Bohrern gehabt. Ich hoffe, dass das nicht wieder auftritt. Ich werde das im Auge behalten. Und da müssen wir zur Not gegensteuern, wenn das wieder auftritt. So, ich glaube, ich muss jetzt mal die Jobs so ein bisschen stornieren. Rauchblatt-Joint zum Beispiel. Ich würde mal sagen, 10 haben wir gerade. Ne, 71, Entschuldigung. Dann würde ich sagen, machen wir hier doch mal eine feste Zahl draus. Machen wir immer 90. Damit da auch mal eine Pause ist. Das bleibt alles so. Die Stoffmittel werden momentan eh nicht hergestellt. Kalksteinblöcke... Granitblöcke brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Medizin, ja, da haben wir die 25. Da könnten wir im Grunde weitermachen mit. Langschwerter, okay, Glas und Reinforced Glas haben wir alles da. Okay. Ich ändere das jetzt hier nochmal auf 75, die haben wir nämlich gerade auch vorrätig, damit auch mal ein bisschen was anderes passiert. Verzeihung. Und beim nächsten Händler verkaufen wir nochmal. Ist denn gerade einer da vielleicht? Beim nächsten Händler verkaufen wir nochmal ein bisschen was. Hier ist noch eine alte Lampe drin.
Ich weiß, dass hier auch alte Lampen drin sind, aber diese hier, die kriegt gerade keinen Strom. Jetzt wieder, da stimmt was nicht mit dem Stromnetz. Oh. Es ist interessant, dass da beim Abreißen der Strom mit aus der Wand entfernt wurde und hier stellenweise auch. Da, was ist denn da los? Mal ist er entfernt worden, mal nicht. Hier zum Beispiel auch. Da auch. Das ist wirklich komisch, oder? Hier auch. Scheint es keine Regelmäßigkeit zu geben. Zumindest erkenne ich nicht wirklich den Grund dafür. So, ich denke aber, jetzt haben wir alles wieder hergestellt. Ich meine, Ausfälle gab es dadurch nicht. Das ist der Vorteil, wenn man so viele Kabel verlegt, dass das dann okay ist, wenn mal irgendwo ein paar Lücken sind. So, aber was wollte ich denn eigentlich? Genau, diese Lampe. So, wieder in die Wand verbinden. Und wieso läuft hier mittendurch ein Kabel? Das brauchen wir nicht. Da war früher mal eine Wand daran. Liegt's. Gut, so, die Forschung geht weiter. Die dauert jetzt auch nicht mehr lange. Ich denke, ja, die Hälfte haben wir fast geschafft. Das wird in dieser Folge wahrscheinlich nichts mehr. So, jetzt wird auch mal geschneidert wieder. Bauteile haben wir ebenfalls genug. Läuft eigentlich soweit. Was haben wir hier noch? Die Brauerei. Bierwürze mischen. Wir haben momentan gar keinen Hopfen mehr. Das heißt, bald haben wir wieder Hopfen. Interessanterweise haben wir schon noch Hopfen, und zwar da oben. Den habe ich da gerade nicht gesehen. Bierwürze. Können wir aussetzen. Wir haben so viel Bierwürze im Moment, 245. Damit kriegen wir die Fässer auf jeden Fall nochmal gefüllt. Da passen nämlich jeweils nur 25 rein. Das sind, obwohl das reicht aber. Das reicht noch für einmal komplett befüllen. Das ist einfach nur, damit die Leute jetzt den anderen Tätigkeiten... Halt! Ich weiß, woran es liegt. Schaut mal. Die sind noch auf den Innenbereich beschränkt. Ah, Mensch, Doc. Und ich frag mich, warum geht keiner an die Bohrer? So, Piratenhändler. Eine Karawane. Ja gut, dann wollen wir mal mit denen handeln. Ein bisschen Bier, ein bisschen Rauchblatt verkaufen. Und vielleicht... Feuer. Schon gelöscht. Gut. Jetzt wird wieder draußen gearbeitet. Jetzt holen die Leute auch das Zeug rein. Und werden die Bohrer wieder bemannen. So, nochmal Feuer. Ich gucke immer auf jeden Fall mal nach. Schau mal, die sind jetzt hier unten. Wahrscheinlich, weil hier ein Bohrer steht. Das quasi Heimatzone ist. Jetzt haben die sich halt gedacht, versammeln wir uns hier. Dann schicken wir mal Satsuki hin, um mit Loser zu sprechen. Was für ein Name für einen Händler. Ja, okay. Schauen wir, was wir verkaufen. Bier. Wir haben sehr viel. Ich würde sagen... 324, die haben natürlich nur 1000 Silber dabei. Wir verkaufen mal 124 vom Bier. Und die Rauchblatt-Joints behalten wir mal. Was können wir denn kaufen? Sie hätten einen 72-jährigen Sklaven, 28 Jahre, 24, 21. Brauchen wir denn noch jemanden? Ich denke eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Bei denen können wir nur verkaufen. Die haben nichts dabei, was wir haben wollen. Tja, wir verkaufen einfach nur hier. Jetzt liegt das hier rum, unser Silber. Wir verkaufen nur ein bisschen. Was habe ich denn jetzt verkauft? Bier. So. Und jetzt wäre es wirklich schön, wenn die Leute mal die Bohrer bemannen würden wieder. Aber ich habe einige Sachen markiert,
dass die getragen werden sollen. Das heißt, die Leute sind gerade wahrscheinlich viel beschäftigt. Hier laufen sie gerade alle rum, die Steine reinzubringen. Und da oben auch die Stahlschlacke. Behandlung benötigt. Sky, was ist damit? Oh, Sky wird angegriffen vom Wolf. Oh, 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 oh. Okay, also wir haben ein paar Mal daneben geschossen, aber das Risiko musste ich eingehen, weil diese Wölfe leider sehr stark sind. Wenn ich da jetzt nichts gemacht hätte, dann wäre Sky sicher gestorben. Kratzer, ein bisschen Blutung. Okay, wir haben es auch relativ schnell entdeckt. Hier ein paar Schüsse, nichts Lebensgefährliches. Können weiterlaufen lassen. Die Leute werden sich selbst in die Krankenstation legen. So, versteckte Gegenstände hier. Schaut mal, was wir da kriegen. Ja, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich das machen, um ein schäbiges Stoffkragenhemd zu bekommen? Oder Alpaka-Kragenhemde? Was soll ich damit? Stahl, einfacher Stahlhelm. Ja gut, in Gottes Namen. Das lehne ich ab. Das ist Blödsinn für mich, ganz ehrlich. Also ihr müsst wissen, die Sachen kann man jetzt alle machen, was ja wunderbar ist. Aber man muss auch nicht für ein paar Stofffetzen, sage ich jetzt mal, das Leben der Kolonisten in Gefahr bringen. Sehe ich zumindest so. So. Wir haben ja hier eine violette Lampe hingehängt, die mit Verlaub hässlich ist. Die reißen wir ab. Aber Gott sei Dank hat einer von euch gesagt, dass es ja auch Fackeln gibt. Und ja, richtig, die gibt es auch. Nur da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Wir werden jetzt hier ein paar Fackeln in die Krypta stellen. Das sieht viel stimmiger aus. Mein Gott, hier ist ja was los. Feuer, alles nicht so schlimm. Die Behandlungen werden gemacht. Sky und Ian. Sky könnte sich eigentlich mal... Die hat sich noch nicht behandeln lassen. Ian. So, bleibt mal da liegen jetzt. Und dann kommt mal ein Arzt hier, Clea, Julia. Und macht da mal die Behandlung, kann ja nicht sein. Halt! Wieso wird jetzt die gute Medizin genommen? Das würde mich doch mal interessieren. Da haben wir offensichtlich genau bei einigen neuen Kolonisten noch nicht eingestellt, dass die alle Kräutermedizin bekommen sollen. Clea zum Beispiel. Oder wir hatten das umgestellt, weil die... Genau, die hatten diese... Was war das? Die Seuche. Und ich glaube, da haben wir es umgestellt. Denn das ist so gefährlich gewesen, dass ich gesagt habe, bitte die beste Medizin benutzen. So, Julia... ist schon wieder unterwegs. Nicholas versorgt Ian. Dann sind die Blutungen jetzt auch erledigt bei den beiden. Und dann können die sich auch bald wieder erheben. So, und schaut mal, hier steht die erste Fackel. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Man muss natürlich alle paar Tage hier neues Holz ranschaffen. Als Brennstoff, das ist aber völlig okay. So, ein Eichhörnchen ist verrückt geworden. Wird jeden in Reichweite angreifen. Tja, wen wecke ich jetzt? Den Schalter zu betätigen. Ich würde sagen, Victor. Der zündelt immer so viel, der macht uns so viel Ärger. Da ist es. Hat sich erledigt. Gefahr gebannt. Biber. Na super. Und noch eine Gruppe Alpha-Biber, von denen die Hälfte schon brennt. Die werden wir jagen. Wir haben sowieso noch so ein paar Tiere, die wir jagen. Brechen wir den Truthahn mal ab. Und auch die brechen wir mal alle ab hier.
Tja, jetzt ist es trocken. Das Feuer breitet sich also nach Belieben aus. Tja, warum geht eigentlich keiner jagen? Wir haben noch 2 Jäger. 3 sogar. Also Viktor, Banzo kann das gar nicht so gut. Claire macht halt mehr Waldarbeit und Forschen. Ja, dann soll die das aber nochmal vor Transport machen, auf jeden Fall. Schon wieder Feuer. Sehr viele Gewitter mit Feuer in letzter Zeit. Da fehlt uns der Stahl. Tja, wir kommen im Moment nicht so richtig weiter. Anfangs mein Fehler gewesen, dass ich den Leuten nicht gesagt habe, dass sie hier arbeiten sollen. So, warte mal. Jetzt kann ich das nämlich auch wieder aktivieren hier. Das konnte ich nicht. Das war nämlich mein Fehler. Die Leute waren auf drinnen beschränkt. Und deswegen, klar, ist da nichts passiert. So, wir brauchen den Stahl drin. Darum lassen wir den mal wegtragen. Und schon wieder ein Blitzeinschlag. Schon wieder mit Feuer. Hauptsache, es schlägt nicht bei trockenem Gewitter in eins dieser dämlichen Boomerlooper ein. Weil die brennen heiß und schnell. Sky, bitte benutzt mal den. Wir brauchen jetzt erstmal Stahl. Eine Vorratskapsel. Stahl, bitte? Nein, schon wieder Wolle. Muffalo-Wolle. Diese ganzen Stahlschlackebrocken, die hole ich auch nur rein, weil ich möchte gerne, dass die verbrannt werden. Ja, schaut mal, so muss eine Krypta aussehen. Das gefällt mir viel besser als dieses... Ich hätte beinahe tuntig gesagt. Dabei, bitte nicht falsch verstehen, meine ich das gar nicht als Beleidigung. Also aber diese... Dieses lila Licht, das war halt eben nichts für eine Krypta, ganz klar. Das können wir auch abreißen, das werde ich definitiv nicht wieder aufhängen. Da ist noch eins. Und da ist noch eins. Weg damit, abreißen die Ressourcen. Die können wir besser anderweitig brauchen. Genauso hier. Diese alten Stehlampen, die können wir abreißen. Kriegen wir das Material für zurück. So, dann mal eben schauen. Rauchblatt, Hopfen ist geerntet, dementsprechend... Ist die Kammer wieder voll? Wie sieht es denn jetzt mal mit Essen aus? Wir haben noch jede Menge Mais, wir haben noch ein bisschen Kartoffeln, wir haben noch ein bisschen Reis. Da wir jetzt Hopfen einmal geerntet haben, hier kommt gerade Reis, würde ich hier jetzt nochmal Kartoffeln machen. Kartoffeln. Hier ist Teufelsgarn, das lassen wir auf jeden Fall nochmal ernten. Und wenn das Rauchblatt hier fertig ist, dann kommt da auch nochmal Teufelsgarn. So ein Großhändler, das ist gut. Kann Satsuki sich gleich am Funkgerät nützlich machen. Da können wir jetzt nämlich noch ein bisschen was verkaufen und dann... Schau mal, Yorkshire Terrier. Sparky, Riffraff, unsere beiden Huskies. Da haben wir bisher keinen weiblichen Husky gekauft. Einmal habe ich scheinbar einen verpasst, aber da habe ich auch gar nicht... Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht wichtig. So, da ist die Faultierwolle, die kommt mal weg. Die Muffalo-Wolle hier kommt weg. Das Eichhörnchenleder, das Hasenfell, Hirschleder, Schweinehaut, Steinbockfell, Straußenleder, alles weg. Biberleder, Alpaka-Leder, Muffalo-Leder. Teufelsgarn behalten wir natürlich. Die Reste vom Stoff ebenso. So, das war der Verkauf der überflüssigen Felle. Wir kaufen jetzt, wenn er hat, Stahl. Und zwar alles, was er hat. Und damit wir ein bisschen Ausgleich haben, verkaufen wir noch ein bisschen Holz. Dann sind wir jetzt bei plus minus null. Wir verkaufen noch eine normale Syngarnhose. Gute Stoffmütze kommen weg. Ich möchte halt, dass die neu gemacht werden aus... Außer die Hüte, die Cowboy-Hüte. Dass die neu gemacht werden aus Teufelsgarn jetzt. So, dann kaufen wir auf jeden Fall auch noch ein paar Bauteile. Hat er Bauteile? Bauteile hat er, nehmen wir alle. Und dann verkaufen wir noch wieder was, um wieder bei plus minus null zu sein, obwohl wir haben so viel Silber, Entschuldigung.
können wir auch so lassen. Okay. So, guter Handel. Ich wollte eigentlich das Bier verkaufen. So, müssen wir doch nochmal rein. So, will der denn überhaupt Bier haben? Ja, natürlich will er Bier. So, wir verkaufen 120 Bier und von dem Rauchblatt... Von den Rauchblatt-Joints... Die will er scheinbar nicht haben. Ne, die werden wir hier nicht los. Dann nur ein bisschen Bier. Okay, nochmal 870 Silber für uns. Sehr schön. So, jetzt wo wir wieder Stahl haben, werden die Türen auch fertig gemacht. Wie kalt ist es draußen? 18 Grad, ja wunderbar. Dann reißen wir mal wieder ein paar Wände ein. Denn die Temperatur ist in Ordnung. Aber das kann man nicht im Winter machen, dann gehen die Pflanzen kaputt. Aber bei, ja, 27 Grad draußen ist das schon in Ordnung. So, ein paar Blöcke hätten wir noch. Ah, hier kommt noch welche rein. Aber ich denke, die Innenwand... Die können wir dann auch eben machen. Obwohl, hier machen wir die Türen wieder mit. Einheitlich. Unsere Katze Albina ist wieder verwirrt. Aber so geht das nochmal. Okay, dann soll es das jetzt auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, Wände machen wir noch weiter. Karawane gucken wir uns auch nochmal an, ganz sicher. Und ja, dann auch bald Raumschiff. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.